So, Moment. Also, wir haben... Ach, Mist. Verkackt. Okay. Feuer hat Klugheit oder Cleverness oder wie auch immer. Ich sag einfach mal Klugheit. Geschicklichkeit oder Geschwindigkeit für Wind, was ich... Also, ich tippe mal auf Geschwindigkeit, weil Geschicklichkeit... es ist eigentlich Haarspalterei, aber... Geschwindigkeit ist bei Wind, TP ist bei Wasser und Stärke bei Erde. Okay, dann gehe ich mal eben ganz kurz in die Stats. Stärke, okay, wir haben also 64 Erfahrungspunkte, also 64% bei Wind auf jeden Fall schon gesammelt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen leveln, bevor Wind auf Stufe 5 und dann auf Stufe 6 kommt. Dafür sind uns diese wunderschönen Würmchen aber sehr recht. Weil die ordentlich Erfahrungspunkte bringen und halt auch ordentlich, ja. Schlafgas, Schlafgas. Okay, wir nehmen erstmal das vordere Viech. So, und Justin macht den Heuler auf das... Ja, doch, auf das vordere Viech. Okay, dann ist das schon mal weg. Und eigentlich sollte der Heuler auch alle Viecher treffen, so ist es auch. Und dann kann Zugleich den Weg frei für das hintere Viech, was auch Schlafgas machen möchte. So, das sollte sie noch hinkriegen, jawohl, sehr gut. So, und wir machen jetzt mal das letzte Viech noch kurz platt. Ja, Fina braucht nicht mehr angreifen, das ist obsolet. So, jetzt haben wir mal nur Wind gelevelt in dieser Sequenz. Das ist aber auch okay, denke ich. Und ich glaube, ich muss den Sound doch ein bisschen runtersetzen. Vor allem in diesen Action-Sequenzen, wo alle plötzlich reden. So, dele. So, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwelche coolen Items finde, aber ich tippe mal eher auf nö. Wobei ich aber auch dazu sagen will, so ganz viel mehr will ich hier auch nicht rumrennen. Weil wir ja den Weg zu den Domruinen im Prinzip schon freigeschaltet haben. Das heißt, es macht eigentlich auch nicht so viel Sinn, hier noch den ganzen Weg abzuklappern. Nach irgendwelchen Items, die sowieso nur aus ein bisschen Gold und ein paar Kräutern bestehen. Ich will das Spiel ja auch nicht zu 100% durchspielen. Es reicht wahrscheinlich gleich schon, dass ich, okay, Sue hat gar keine... Ja, okay, das ist egal. Ich will das auch nicht zu 100% nicht durchspielen. Reicht wahrscheinlich auch, wenn ich Justin auf die Todesangriff hochpushe. So... 2 Viecher sind es nur, okay. Der macht Verteidigen, der macht Angreifen. Der ist auf jeden Fall gleich schneller als wir. Deswegen gehe ich mal auf Graben. Das dürfte ich noch hinkriegen, bevor das Viech angreift. Gerade so. Gerade so. Machen wir mal ein bisschen Erde. Dann kriegen wir nochmal 21 Erfahrungspunkte auf Erde. Verteidigungsstufe geht hoch, das ist gut. Ich glaube, dann gehe ich mal weiter auf Erdzauber bei Justin. Die beiden können erstmal die anderen Viecher hier kaputt kloppen. Okay. Au. Wieso greift das Viech zweimal an? Hat das vorhin auch schon zweimal angegriffen? Egal. Wir bleiben geschmeidig. Und graben weiter. Wie gesagt, dauert zwar alles ein bisschen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Speziell der Erdzauber wird dann später auch offensiv. Also nicht dieser hier, sondern ein anderer, der dann offensiv wird. Von daher ist das schon deutlich angenehmer. So, ich gehe mal auf den kritischen Angriff, einfach weil ich es kann. In der Hoffnung, dass ich noch einmal Graben anwenden kann. Ja, nun, das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, aber war trotzdem lustig. Kriegt zu noch einen richtig reingezwirbelt. Und er ist Stufe höher. Ja, sehr gut. Das war eine schöne Kombination, ein schöner Kombinationsangriff von den dreien. Zweien. Nicht dreien. Ah.
Entschuldigung. So, 63 Erde, das ist cool. Und Fina hat ein Level Up, das ist auch cool. Das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir ganz gut. Aber was ich jetzt mache ist, tatsächlich mal die Wrangleberge verlassen, weil mir die langsam ein bisschen auf den Keks gehen. Obwohl ich gar nicht so lange hier bin. Ich muss nur gerade gucken, von wo ich kam, beziehungsweise wo ich jetzt hin muss. Jetzt habe ich die Orientierung verloren, es tut mir leid. Von wo kam ich denn? Also von da kam ich auf jeden Fall schon mal nicht. Ich glaube, ich kam irgendwo von da. Oh Gott. Ja, doof. Ich glaube hier um die Ecke und dann hier so, ne? Da kam ich her. Oder? 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 Ja, sieht gut aus. Gut, dann gehen wir mal zu den Domruinen. Und hier habe ich einen tollen Trick für alle, die diesen Part vor den Domruinen schnell skippen wollen. Es reicht im Prinzip, wenn man einfach hier am Rand entlang läuft. Dann muss man den Teil vor den Domruinen nämlich hier, also diesen Teil hier, nicht großartig beachten. Dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, als mitten durchzulaufen, aber was soll's. Wenn man es nicht eilig hat, dann kann man das auch so machen. Da muss man zumindest nicht kämpfen. Das hat den charmanten Vorteil, dass man nicht kämpfen muss, bis zu den Domruinen zu kommen. Und da sind wir auch schon. Wo auch eins der coolsten Musikstücke meines Erachtens nach von ganz Grandia, Grandia 2 würde ich schon sagen, Grandia spielt. Dies sind die Domruinen, Justin. Als ich das letzte Mal hier war, waren überall Soldaten der Galai und so konnte ich nicht hinein. Das ist also das erste Mal, dass ich die Ruinen betrete. Vorsicht also, denn ich weiß nicht, was passiert. Okay, okay, lass uns gehen. So, was soll ich sagen? Also das coolste, eins der coolsten Musikstücke von Grandia. Kann ich nicht an den vorbei einfach? Tschüss! Boah! An den gehe ich auch einfach vorbei. Sehr gut. Ich mag das irgendwie, diese chillige Musik einfach. Keine Ahnung. Sodele! Jetzt werde ich gleich mal einmal ganz kurz einen Kampf machen gegen diese wunderschönen Dom-Orks. Wir springen uns jetzt aus dem Kopf und haben Gott sei Dank nicht einen Hinterhalt. Das ist sehr positiv. Ich möchte gar nicht sagen, wie positiv ich das finde. Ich versuche mal bei der Gelegenheit gleich mal... Ne, Zap nicht. Ich mache mal einmal den Heuler. In der Hoffnung, dass es ordentlich Schaden zieht, bei den Fledermäusen zumindest. Weil die ja Flugfähigkeit haben. Hoffentlich sind die dafür anfällig. Ja, es geht einigermaßen. Okay, pass auf. Ich mache erstmal die Fledermäuse, beziehungsweise eine davon. Weil die gerade... Ach, schade. Die wollen gerade irgendeine Special-Attacke machen. Der greift an, der macht Pause, beziehungsweise wird dann wahrscheinlich später angreifen. Ah, cool. Die Fledermaus musste gerade pausieren, weil der Weg zu weit war. Wen will sie denn angreifen? Kann ich das hier irgendwie nochmal sehen? Ich habe schon wieder vergessen, wie das ging. Ne, so ging es nicht. SP, TP, SP, TP. Wie war denn das nochmal? Ne, ich glaube, das ging in diesem... In diesem Granier hier nicht. Dass man sehen kann, wen sie angreifen. Oh, verdammt, jetzt habe ich einen kritischen Angriff gemacht, ich Dösel. Ja, das ist natürlich echt bitter. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, was soll's. So, die restlichen Angriffe werden Kombi-Angriffe. Ja, Su kann von mir aus auch nochmal angreifen, für den Fall, dass er gleich ausweicht. Glaube ich zwar nicht, aber hey. Okay. Dann haben wir das geschafft. Wir kriegen nochmal ordentlich fette Erfahrungspunkte. Das finde ich sehr gut. Wind hatten wir Level Up. Das ist auch sehr gut. Das bedeutet, dass wir vom Windteil nur noch ein Level Up brauchen, damit wir... ich glaube, Knistern ist es. Damit wir Knistern bekommen. So, und was wir jetzt machen können, da wir den Wasserzauber gelernt haben bei Justin, wir können innerhalb und außerhalb von Kämpfen Charaktere heilen. Kurz Nase kratzen.
Und auch für außerhalb der Kämpfe bekommen wir Erfahrungspunkte für das Aufleveln von oder für das Benutzen von Zaubern im Bereich Wasser. Wir sehen also, wir haben schon 8 Erfahrungspunkte für einmal heilen, was ziemlich nice ist. Und was wir jetzt nutzen können aufgrund dieser Geschichte ist diese... Moment, das muss ich einmal ganz kurz nochmal beseitigen hier, die beiden Fledermäuse, die müssen einmal kurz weg. Also diese hier und die da drüben eben nochmal, die wir noch gesehen haben zusätzlich, die müssen beide weg. Und es gibt hier diese wunderschönen, Mist, die sind so weit auseinander. Diese wunderschönen Statuen, die wir eben gerade schon gesehen haben, die aus der Wand fahren, die können wir dazu nutzen, uns selber Schaden zuzufügen und dann weiterhin über die Heilenfähigkeit zu heilen und somit Erfahrungspunkte zu grinden, bis, ja, im Grunde unendlich. Und das ist ziemlich nice, vor allem wenn man mal bedenkt, dass wir voll... Ah, das ist natürlich jetzt bitter. Mist. Wenn man mal bedenkt, dass wir ziemlich früh im Spiel sind und uns quasi Level 30, 40, 50 theoretisch vom Wasser direkt ziehen können, indem wir nur lang genug grinden. So. 24 Punkte im Windbereich, das ist sehr gut. Und ich habe das tatsächlich vor. Ich werde das... Weiß nicht, ob ich das offscreen mache. Ich weiß ja noch nicht. Eigentlich würde ich es gern drin lassen. So, mal ganz kurz warten, bis Justin den Windzauber nutzen kann. Und dann kannst du von mir aus auch angreifen. Diese hier, würde ich sagen. Braucht zu lang genug, um da hinzulaufen und anzugreifen. In der Hoffnung, dass es so stimmt. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Just in time, würde ich sagen. Just in time. Haha, just in time. So, und dann kannst du gleich 2 davon wieder platt machen und Fina erledigt den Rest. Och, ernsthaft. Ja, never mind. Ja, okay. Das kann manchmal etwas nervtötend sein, wenn man gerade angreifen will und dann wird ein Zauber von einem Gegner ausgeführt. Aber passiert halt. So, Lille. Jetzt haben wir die beiden Viecher hier ausgeschaltet. Jetzt können wir hier das Kräuterli sammeln. So, und man sieht hier, diese Viecher, diese Köpfe haben entweder ein normales Gesicht oder ein relativ dummes Gesicht oder hier so ein aggressives Gesicht. Manche gibt es, die kündigen halt durch dieses Wackeln an, dass sie aus der Wand fahren. Oder es gibt welche, die machen das nicht. Wenn ich jetzt hier vorbeigehe, das kündigt es nicht durch Wackeln an, das fährt sofort aus der Wand raus. Boom! Genau so. Der zum Beispiel guckt auch aggressiv. Der König ist auch an. Und wenn wir davon getroffen werden, nehmen wir natürlich Schaden. Was aber nicht weiter dramatisch ist, weil wir ja mit Justin alles wunderbar heilen können. Und bekommen auch immer schön Erfahrungspunkte dafür. Und das Allergeilste ist, wir müssen nicht lang laufen, um uns wieder voll zu heilen. Weil mit Justin ja natürlich die MP dann runtergehen. Er hat jetzt quasi nur noch bei Stufe 1 3 von 15 Zauberpunkte. Und wir können einfach hier sagen, heilen. Kein Problem. Dann gehen wir wieder zu den Statuen, die uns Schaden zufügen. Laufen hier ein paar Mal durch. Bekommen jedes Mal ordentlich Schaden. Gucken einfach mal, naja, wir haben jetzt 30 Schaden ungefähr genommen. Können jetzt natürlich sagen, hier mit Justin heilen wir uns, also wenn wir nur einmal dagegen laufen, heilen wir uns wieder komplett hoch. Oder wir laufen ein paar Mal dagegen und müssen dann 2-mal heilen, damit Justin uns, also sich und seine Freundin halt wieder komplett hochheilen kann. Das kann man machen, wie man möchte. Also wenn man jetzt einmal dagegen läuft, dann kann man natürlich direkt ins Menü gehen und sagen, man heilt sich hoch, kein Problem. Und schon haben wir knistern gelernt. Lil. Oder man lässt sich halt von den Statuen komplett runterziehen von den KP und muss sich mehrfach hochheilen mit Justin, weil nur, weiß ich nicht, sagen wir mal 30 KP oder so per Heilen, also per Heilen 1 gerade geheilt werden können. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich mach's meistens so, dass ich
Dass du im Wechsel mache eigentlich. Also ihr habt da kein wirkliches System, wenn man so will. Macht das einfach mal zwischendurch, wie man mag. Also pro einmal getroffen werden, werden 6 KP abgezogen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja genau, 72 von 78, also 6 KP werden abgezogen. Müsste man ein paar Mal da reinlaufen, damit man mehrfach heilen muss. Da wir aber im Moment eh wenig ZP haben bei Justin, ist es eigentlich Jacke wie Hose. Wir können auch direkt heilen, nachdem er Schaden genommen oder nachdem wir Schaden genommen haben. Weil wir eh hin und wieder einfach nur hin und her laufen müssen. Also ist eigentlich nicht besonders spannend, aber ist ein cooler Trick, um seinen Wasserskill auf jeden Fall schon mal direkt hoch zu bekommen und halt auch eine Menge ZP zu sammeln, weil jedes Mal, wenn wir einen Level-Up im Wasserbereich haben, bekommen wir natürlich auch ZP dazu und leveln auch unseren Wasserskill natürlich hoch, der bis zu Stufe 20 gehen kann. Also bis zu Stufe 20 kann man auch Zauberfähigkeiten lernen. Dementsprechend macht es schon Sinn, es auf jeden Fall auf Level 20 hochzuziehen. Wie gesagt, ob ich das jetzt hier komplett im Let's Play drin lasse, ist eine andere Geschichte. Aber im Zweifel könnt ihr es auch einfach skippen, wenn ihr da keinen Bock und kein Interesse dran habt, zu sehen, wie ich das hochlevele. Aber was hier auf jeden Fall, oder was auf jeden Fall drin sein sollte, ist, wie die weiteren Fähigkeiten gelernt werden. Zum Beispiel jetzt hier auf Stufe 3 vom Wasser lernen wir noch eine Fähigkeit und auf Stufe 3 und 2 von Wasser und Erde lernen wir noch etwas. Und was haben wir hier noch? Level 5 von Wasser, Level 8 von Wasser. Also wir lernen auf jeden Fall eine ganze Menge Stuff. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall so Schlummern gelernt und wir haben Heilen erlernt. Heilen ist dann die Status-Effekt-Geschichte bzw. Gift-Geschichte. Und alles, was wirklich Heilen im Sinne von TP-Heilen betrifft, das heißt dann Heilen 1, Heilen 2, Heilen 3 und so weiter. Und alle Heilen. Und dann, also es gibt noch alle Heilen. 1, 2, 3 und ja, wie gesagt. Das sind so Sachen, die, ja, die kann man machen. So, hier werde ich mir noch ganz kurz speichern, einfach damit ich es nicht vergesse. So, einmal nochmal heilen und dann können wir nochmal gucken, dass wir hier ein bisschen unsere Lebenspunkte auffüllen vor allem, weil wir wissen ja auch, pro eine Stufe bei Wasser bekommen wir einen TP dazu. Das heißt, wir können auch Justins TP hier ein bisschen leveln. Ja, ja. Ja, Entschuldigung, ich sollte nicht mitsingen. Auch wenn ich das Lied wirklich cool finde. Und gerade deswegen finde ich das Lied wahrscheinlich auch so cool, weil ich hier einfach Ewigkeiten meiner Kindheit verbracht habe, um dieses Aufleveln zu vollbringen. Und gerade da der Weg zum nächsten Heilspot halt sehr kurz ist und mir das Lied gut gefallen hat, deswegen finde ich das auch nicht so schlimm, es hier zu machen. Und noch eine Fähigkeitsstufe höher, wir haben keine ZP mehr, müssen also heilen. Und ja, deswegen habe ich auch kein Problem damit, es jedes Mal wieder zu machen, jedes Mal wieder hier zu grinden, was eigentlich total, ja, zeitfressend ist, aber auch Sinn macht. Es macht einfach wirklich Sinn. Wenn man es weiß und wenn man es ausprobiert hat, ich denke mal, das ist jetzt nichts, was wirklich ein super Geheimnis ist. Da wird wahrscheinlich jeder schon drauf gekommen sein. Aber ich finde es halt trotzdem interessant, es zu erwähnen. Für den Fall, dass es wirklich mal jemand nicht sofort irgendwie erkannt hat. So, wir sind schon bei Stufe 4, obwohl wir eigentlich keinen Zauber im Kampf benutzt haben. Das ist schon erstaunlich, muss ich sagen. Dass sie das auch so drin gelassen haben, in Anführungszeichen. Ich hätte tatsächlich auch erwartet, dass man sowas dann später im Spiel nicht möglich macht oder... Ja, also außerhalb von Kämpfen heilen zu können, ist natürlich schon eine super Option. Aber ich hätte das nicht unbedingt erwartet, dass das so drin bleibt. Speziell dann, wenn hier außerhalb von Kämpfen auch diese Steine rumfliegen. Alle heilen, eins erlernen. Sehr gut. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir unsere TP bzw. unsere ZP möglichst sinnvoll nutzen. Wir können jetzt all heilen benutzen. Das macht eine Menge... Also es heilt alle auf einmal. Bringt auch eine Menge Erfahrungspunkte ganz am Anfang. Also wenn wir jetzt gucken, wir haben unten Stufe 5 im Wasser und Erfahrungspunkte 4. Jetzt heilen wir alle.
Und jetzt haben wir 19. Das heißt, wir haben 15 für einmal Allheil bekommen. Dementsprechend 5 pro Person, sozusagen. Aber wenn wir dann ein Wasserlevel abhaben demnächst, bedeutet das, dass wir dann wieder weniger Erfahrungspunkte kriegen. Also ganz am Anfang, wenn man die Fähigkeit gelernt hat, beziehungsweise den Zauber gelernt hat, bekommt man erstmal noch relativ viele Erfahrungspunkte. So bei Heilen zum Beispiel ist es jetzt, waren es vorher 8 pro Heilung, jetzt bekommen wir 4. Das heißt, es geht, je nachdem wie stark man levelt, natürlich auch mit den Erfahrungspunkten runter, weil der Zauber, den wir zuerst lernen, hat eine geringe Stufe. Und je geringer die Stufe des Heilzaubers ist, desto weniger Erfahrungspunkte kriegen wir, wenn unsere Heilungs- bzw. Wasserstufe halt ansteigt. Ich weiß, ich erkläre gerade ein bisschen sehr konfus, weil in meinem Kopf gerade alles total logisch erscheint und ich aber nicht gleichzeitig quatschen kann, um das in einen sinnvollen Kontext zu bringen. Oh, wir haben keine ZP mehr.